Von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen zu diesem Webinar, wo ich Ihnen etwas erzählen möchte über Performance Support und Training. Was heißt das in der Praxis versus? Schließt es sich aus, schließt es sich nicht aus? Wenn man jetzt die Presse verfolgt, könnte man ja meinen, man braucht gar kein Training mehr, sondern macht alles über Performance Support. Da möchte ich heute ein bisschen was drüber erzählen und damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Martin Kochler. Und ich beschäftige mich seit 2000 mit Training. Und zwar dahingehend, dass ich größere Trainingsprojekte leite und dementsprechend auch mich mit Training auseinandersetze. Jetzt habe ich hier gerade ein kleines technisches Problem. Die eine Folie geht nicht weiter. Kleinen Moment bitte. So, jetzt geht es weiter. Damit Sie dann auch ein Bild dazu haben, so sehe ich aus. Wie gesagt, ich beschäftige mich seit 2000 mit Training, vorwiegend im SAP-Umfeld, habe größere Projekte geleitet. Seit 2008 bin ich bei der TTS zuständig für den Bereich Training und Change Management und führe auch in den letzten 5, 6 Jahren größere Qualifizierungsberatungsprojekte durch, wo wir unsere Kunden dann eben auch beraten, wie setzt man neue Learning-Trends ein. Das soweit zu meiner Person. Und damit ich jetzt dann auch ungefähr ein Gefühl habe, mit wem ich es zu tun habe, haben wir so eine kleine Umfrage vorbereitet und ich würde jetzt wieder an die Frau Hess übergeben. So, ich habe nun die Kurzumfrage eingeblendet. Sie dürften jetzt alle Teilnehmer vor sich sehen und da bitten wir Sie einmal abzustimmen, aus welchem Bereich Sie kommen. Das hilft unserem Referenten dann natürlich auch ein bisschen entsprechend in seiner Präsentation, sich auf Sie einzustellen. Ich sehe, Sie sind schon fleißig dabei abzustimmen. Über 70% haben schon gewählt. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach nochmal 10 Sekunden, bis auch die restlichen Teilnehmer gewotet haben. Leider können wir die Ergebnisse Ihnen jetzt nicht sichtbar anzeigen. Ich werde aber kurz Ihr Voting zusammenfassen. Und es pendelt sich doch stark ein. Und zwar 44% von Ihnen kommen aus dem Bereich Weiterbildung, 27% aus dem Bereich Personalentwicklung. Das sind die zwei beiden größten Blöcke. 13% aus dem Business und ungefähr 16% aus der IT. Herzlichen Dank dafür. Martin, ich schließe jetzt die Umfrage und übergebe wieder zurück an dich. Alles klar. Gut, dann weiß ich ja, dass ich mit fast der Hälfte mit Kollegen spreche, die auch in der Weiterbildung tätig sind. Von daher schauen wir jetzt mal, ob wir dann Ihre Fragen, dann auch Ihr Interesse da dementsprechend befriedigen können. Gut, um was geht es heute? Es geht darum, zu zeigen, was kann ich mit Training und Performance Support erreichen, also welches Ziel habe ich. Training und auch Performance Support sind ja nicht Selbstzweck, sondern dienen ja dazu, letztendlich eine optimale Business Performance herzustellen. Das heißt, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre tägliche Arbeit optimal erfüllen können und Sie damit dann dementsprechend auch optimale Kundenzufriedenheit haben und einen sehr, sehr hohen Erfolg. Was braucht jetzt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, um eine optimale Business Performance zu haben? Zum einen, das ist jetzt aber auch nichts Neues, sondern das ist auch schon länger bekannt, ein Prozessverständnis, das heißt, wie sind meine Prozesse im Unternehmen, wie stehe ich in diesen Prozessen und wie bediene ich dann die Anwendungen, die ich brauche, um in Anführungszeichen meine eigenen Arbeiten erledigen zu können. Und gerade dieser Mix davon, das ist eben das, was ich brauche, um eine optimale Business Performance zu erreichen. Und diese optimale Business Performance ergibt sich natürlich dann auch aus einem Mix zwischen Training und Performance Support. Was ist jetzt die Voraussetzung? Sagte ich, ein Mix für kompetente Mitarbeiter. Die eine Seite der Medaille ist Training, das heißt, ich muss
meine Mitarbeiter natürlich trainieren, auf das vorbereiten, was auf sie zukommt, damit sie dann auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Das wird jetzt nicht so sein, dass ich, auch wenn ich neue Mitarbeiter einstelle, die werden immer ein gewisses Training haben. Dieses Training kann jetzt unterschiedliche Formen haben, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Aber ich muss sie auf jeden Fall trainieren. Und die zweite Komponente oder wenn Sie so wollen, die zweite Seite der Medaille ist dann Performance Support. Wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trainiert habe, muss ich sie auch im täglichen Leben auch nochmal unterstützen. Das heißt, gegebenenfalls Trainingsinhalte nochmal refreshen oder ihnen aber auch Hilfsmittel an die Hand geben. Und diese Hilfsmittel an die Hand geben, das ist dann eben der Performance Support. Performance Support heißt, sage ich mal, nicht Learning by bisschen Learning by Doing, aber es ist nicht unbedingt in erster Linie das, dass ich das als Lernziel habe, dass ich sage, bestimmte Lernziele will ich durch Performance Support erreichen, sondern Performance Support ist tatsächlich konkrete Unterstützung am Arbeitsplatz. Und wie kann das jetzt aussehen, die konkrete Unterstützung am Arbeitsplatz? Da ist jetzt in der letzten Zeit ganz häufig elektronische Performance Support Systeme, also EPSS Systeme, sprich über irgendwelche Handhelds, Tablets, direkt am Rechner oder eben aber auch über Mobile Devices, kriege ich eine Unterstützung direkt in meinem Arbeitskontext. Dann will ich nichts lernen, sondern bei dem unten links sehen Sie eben, da gucke ich mir halt an und kriege Informationen kontextsensitiv zu meiner Jacke, die ich jetzt da eben dementsprechend verkaufe. Was mir wichtig ist, dass Performance Support nicht immer in elektronischer Form da sein muss. Also eine der ersten Formen, die wir auch schon 2000, 2002 angewandt haben, sind zum Beispiel Quick Reference Cards, die Sie da oben auch sehen. Das ist etwas, was Sie als Performance Support eben auch nutzen und es muss nicht elektronisch sein, auch heutzutage nicht. Wir haben durchaus in den letzten 2, 3 Jahren größere Projekte gemacht, wo wir Performance Support bei Lagerarbeitern, wenn Sie so wollen, letztendlich auch über einen Katalog von Quick Reference Cards gemacht haben, die die Kollegen direkt am Arbeitsplatz unterstützen. Die hätten gar keine Chance gehabt, mit irgendeinem Mobile Device oder mit einem Tablet was zu machen, weil A, der Gabelstaplerfahrer sowas gar nicht hatte und B, man jetzt auch sagen muss, das Bildungsniveau dann vielleicht nicht so wäre, dass das alles funktioniert hatte, aber mit so einer relativ einfachen Quick Reference Cards, die dann das Format hatte, was er in seiner Tasche im Blaumann gut unterbringen konnte, hat das hervorragend geklappt. Das heißt, immer wenn er irgendwas kennen musste, hat er danach geguckt, okay, Gitterbox, blauer Punkt, was muss ich jetzt eingeben, hat das gemacht, Gitterbox, roter Punkt, was muss ich jetzt eingeben, hat das dann wieder eingescannt, das hat super funktioniert, das ist auch Performance Support. Performance Support wäre zum Beispiel auch, dass Sie neben einem Telefon, einen Gesprächsleitfaden haben, wie gehe ich bei Kundengesprächen vor. Das ist auch alles Performance Support. Es muss nicht immer elektronisch sein. Das ist mir recht wichtig, weil auch nicht jeder, sage ich mal, jede Zielgruppe dementsprechend auf elektronische Medien zurückgreifen kann. Wie funktioniert jetzt Training und Performance Support zusammen? Das ist eine Grafik, die wir vor 2, 3 Jahren entwickelt haben, wo wir sagen, okay, wir haben auf der einen Seite ein Training und in diesem Training, da gucke ich halt genau, welche Lerninhalte, die ich habe, muss ich formell vermitteln, das heißt in Präsenz oder in E-Learning. Und Lerninhalte sind immer etwas wie Notwendigkeit, warum mache ich das, werben und motivieren, ich habe Grundlagenwissen und ich habe Handlungswissen. Und im Rahmen dessen, sage ich mal, von dem Training bereite ich dann meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf vor, dass sie sich einen bestimmten Teil vielleicht nicht mehr lernen, sondern über Performance Support unterstützt werden und ihre Arbeit auch so schaffen. Für uns das Beispiel ist immer gerne, wenn Sie Auto fahren, Sie müssen zumindest erstmal in der Fahrschule, das wäre hier Training, das Grundverständnis von Autofahren lernen. Im Performance Support, sage ich mal, haben Sie dann teilweise im Auto die elektronische Unterstützung, dass Sie nicht zu dicht auffahren, aber eben auch das Navigationssystem und bestimmte Sachen wollen Sie dann vielleicht auch gar nicht lernen, wie Sie von A nach B kommen, wenn Sie da nur einmal hinfahren. Da nutzen Sie dann halt
Ihr Navigationssystem, haben da den Performance Support und das hat dann eigentlich auch nichts mehr mit Lernen zu tun, sondern das ist einfach meine Unterstützung im Rahmen dessen, was ich machen muss. Aber eben kein explizites Lernziel. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich den Ausgleich haben will und zu gucken will, wie funktioniert Training und Performance Support, wie teile ich das auf, das heißt, was muss ich per Training vermitteln, wirklich, dass das die Kolleginnen und Kollegen lernen, was kann ich per Performance Support vermitteln, da ist es halt wichtig, dass es eine Trainingstransformation gibt, das heißt, das Training, wie es jetzt vielleicht in den letzten 15 Jahren war, muss sich ein bisschen anpassen, man muss auch die Bildungsbedarfsanalyse, komme ich gleich zu, etwas anpassen, weil es geht vielleicht nicht mehr nur um eine Bildungsbedarfsanalyse, die ganz, ganz stark mit dem Begriff Training verbunden ist, sondern es geht um eine Bedarfsanalyse. Und die Bedarfsanalyse ist auf der einen Seite Bildungsbedarfsanalyse, was muss der Kollege, die Kollegin lernen? Bedarfsanalyse auf der anderen Seite, welche Support braucht er am Arbeitsplatz? Und das ist extrem wichtig, dass man sich genau anguckt, auf der einen Seite, wie ist die Arbeitsumgebung. Und hier sehen Sie es auch, eine Arbeitsumgebung kann eben auch so ein Staplerfahrer sein, Baggerfahrer sein. Da muss ich halt gucken, was braucht der Kollege, die Kollegin wirklich und wie kann ich ihn dann in der täglichen Arbeit schnell und effizient unterstützen. Und wenn man jetzt so eine Bedarfsanalyse durchführt, da gibt es dann bei uns aus der Erfahrung her letztendlich 3, 4 Leitfragen, also 3 habe ich hier jetzt mal aufgeschrieben. Und das eine ist, was muss unbedingt laufen? Das heißt, wenn ich etwas einführe, wenn etwas passiert, was muss unbedingt richtig laufen? In dem Sinne, das ist mein Brot- und Buttergeschäft, das müssen die Leute können. Da muss ich dann vielleicht auch trainieren, zumindest den Grundstein im Training legen. Ein anderer Punkt, der dann wichtig ist, ist, was darf auf keinen Fall schief laufen. Das heißt, welche Prozesse sind so kritisch, die muss ich gegebenenfalls schulen, aber gegebenenfalls auch mit einem guten Performance Support unterstützen, dass sie auf keinen Fall schief laufen. Und eine dritte Frage, die dann eben auch auf diese Bedarfsanalyse und nicht nur auf Bildungsbedarfsanalyse abzielt, ist, wie kommen die Nutzer schnell an die situationsbezogenen Informationen? Das heißt, wie greife ich als Endanwender, Endanwenderin schnell und effektiv auf meine Informationen zu? Und da meine ich jetzt nicht, wie finde ich schnell eine Dokumentation, wo ich das dann nachlesen kann, sondern da ist es dann wirklich, wie komme ich jetzt schnell mit einer kleinen Quick-Referenz-Card an das, was ich im Moment wirklich brauche. Das sind so die Fragestellungen, die wir im Rahmen von einer Bedarfsanalyse dann analysieren, um rauszukriegen, was muss ich trainieren, was kann ich durch Performance Support unterstützen. Und wir haben jetzt hier dann eben das enge Zusammenspiel, dass ich einen Fachexperten brauche, aber auf der anderen Seite auch einen Qualifizierungsexperten. Und dieses Zusammenspiel ist zwingend notwendig, weil der Qualifizierungsexperte entscheiden kann, was ist das richtige Medium, um jetzt den Kollegen, die Kollegin zu unterstützen und der Subject Matter Expert oder Fachexperte eben derjenige ist, was braucht er auch wirklich. Das heißt, beides muss da zusammenlaufen. Wenn Sie Glück haben, haben Sie vielleicht einen Subject Matter Expert oder einen Fachexperten, der auch Qualifizierungsexperte ist, weil er sich da schon länger mit auseinandersetzt. Gegebenenfalls haben Sie auch Qualifizierungsexperten, die ein relativ hohes Business-Erfahrung haben, um das dann matchen können, dann haben Sie das in einer Person. Aber in der Regel, sage ich mal, läuft das dann doch zusammen, dass Sie einen Fachexperten und einen Qualifizierungsexperten brauchen, um das optimal einzustellen, dass es dann wirklich Training und Performance Support sich gut ergänzt. Gut, wie funktioniert das dann? Wie nutze ich jetzt welches Mittel? Was, sag ich mal, sind da die Moment of Need? Das heißt, was ist da, was ich da brauche? Moment of Need ist etwas, was in der Diskussion um Performance Support von dem Herrn Moscher und Gottfriedsen präferiert wird. Wir haben das jetzt mal so zusammengefasst. Ich habe einmal etwas, wenn ich das erste Mal gelernt wird, wenn ich irgendwas ganz neu lernen will, dann habe ich einen Moment of Need.
Wenn ich mehr lernen will, also das heißt, wenn ich meinen Horizont erweitern will, habe ich einen Moment of Need für das Lernen. Dann habe ich einen Moment of Need, wenn ich versuche, das Gelernte hinterher sicher anzuwenden. Das heißt, ich will es dann in der Praxis probieren. Dann habe ich einen Moment of Need, wo ich Hilfe brauche, wenn es mal ein bisschen anders läuft als erwartet. Und dann habe ich noch etwas, was passiert, wenn sich mein Prozess oder sowas geringfügig ändert. Wie passt das jetzt, sage ich mal, in dieses Bild zwischen Training und Performance Support? Die oberen, das wäre eher Training, formales Lernen. Das heißt, wenn ich etwas zum ersten Mal lerne, also immer wenn Lernen dabei kommt, da drin steht, dann muss ich natürlich auch trainieren, weil Performance Support ist eigentlich kein Lernmedium. Na klar, wenn ich jetzt 1000 Mal die Hilfe aufrufe, irgendwann habe ich es dann auch verstanden, wie es funktioniert und rufe die nicht mehr auf. Aber das ist eigentlich nicht das Ziel von Performance Support, sondern das ist Transferunterstützung, aber eigentlich nicht Lernen. Dafür ist Performance Support nicht gemacht. Gut. In diesem Feld, sage ich mal, Performance Support Training, aber explizit Performance Support, gibt es immer so zwei Komponenten. Ich sag mal, für mich ist es so, es kommt immer ein bisschen da, was man bewertet, daher, aus welcher Ecke komme ich? Bin ich eher jemand, der sagt, ach, ich habe ein elektronisches Performance Support System, das eine super Objekterkennung hat, dann sage ich immer, Kontext ist King. Wenn ich jetzt eher jemand bin, der aus dem Training kommt, der von den Inhalten kommt, sage ich, Content ist King. Stimmt beides zum Teil. Wichtig ist, dass der Kontext und der Content, sag mal, in dem richtigen Spannungsverhältnis zueinander stehen. Nur Kontext hilft mir auch nicht. Wenn dann nicht der richtige Content ist, habe ich zu viel Content, kriege den aber nicht zu meinem Kontext, habe ich auch nichts gewonnen. Das heißt, beides muss harmonisch miteinander abgestimmt sein. Und das ist zum Beispiel dann auch der Grund, warum Sie das vielleicht nicht nur einen Fachexperten abschätzen lassen sollten, sondern dazu auch noch einen Qualifizierungsexperten, der das dann, dieses Spannungsfeld dann optimal löst. Und jetzt haben wir noch mal eine kleine Teilnehmerumfrage und ich übergebe noch mal an die Frau Hess. Vielen Dank, Martin. Ich blende jetzt die zweite Kurzumfrage ein und bitte Sie auch wieder abzustimmen. Die Teilnehmer sind auch schon fleißig dabei. Die Frage, wie vertraut sind Sie mit der Durchführung von Bedarfsanalysen? Knapp 50% haben jetzt schon gewählt. Wir warten noch 10 Sekunden, bis sich die anderen Teilnehmer auch für eine Option entschieden haben. Und dann fasse ich gleich die Ergebnisse zusammen. Ja, es zeichnen sich schon Tendenzen ab. Ich würde sagen, ich warte noch 5 Sekunden und dann schließe ich die Umfrage. Okay, es verändert sich nicht mehr wesentlich. 28% sagen, eine Bedarfsanalyse haben sie noch nie gemacht. 46% sagen, Bedarfsanalysen führen sie ab und zu mal durch. Das ist also der größte Teil. Und 25% sagen, es ist ein fester Bestandteil ihrer Arbeit. Dann schließe ich hiermit die Umfrage, Martin, und gebe wieder zurück an dich. Gut, also man sieht, dass ja einige von Ihnen ja doch durchaus Erfahrungen mit Bedarfsanalysen und Bildungsbedarfsanalysen haben. Ich möchte jetzt einmal auf ein Beispiel eingehen, was wir gemacht haben für so eine Bedarfsanalyse aus dem SuccessFactors-Umfeld Learning. Da haben wir uns jetzt mal Gedanken darüber gemacht für Administratoren. Das ist jetzt ein Auszug aus einem Trainingsplan. Dahingehend, welche Themen brauchen wir, müssen wir in Anführungszeichen schulen und welche Themen brauchen wir gegebenenfalls nur per Guide zur Verfügung zu stellen, das heißt für Performance Support, also Guide wäre hier gleichzusetzen mit Performance Support, einmal bezogen auf eine Neueinführung, das heißt, wir führen das System neu bei einem Kunden ein. Das zweite bezogen auf einen Release-Wechsel, das wäre ein Delta Minor Release-Wechsel. Bei SuccessFactors haben Sie in der Regel alle Vierteljahr dann einen Release-Wechsel. Das geht dann automatisch, vielleicht auch alle halbe Jahr. Aber diese Release-Wechsel sind halt relativ
ja, sage ich mal, änderungsarm. Da passiert nicht viel, sondern das sind dann vielleicht ein paar Funktionalitäten, ein bisschen anders, aber es sind jetzt keine so großen Veränderungen. Wenn man das jetzt auf dieses Bild bezieht, was ich vorhin schon gezeigt habe mit den Dreiecken, dann wäre so eine grundlegende Innovation die Einführung, würden wir sagen, dass wir von Themen, die wir vielleicht noch vor 5, 6 Jahren zu 100% geschult hätten, schulen wir jetzt dann noch 65%. Und 35% der Themen, die wir vor ein paar Jahren noch geschult hätten, würden wir sagen, stellen wir jetzt nur noch per Performance Support zur Verfügung. Das heißt, das schulen wir erst gar nicht mehr, sondern stellen nur Hilfen für die tägliche Arbeit zur Verfügung, damit das dann einfacher funktioniert, beziehungsweise wir dann auch Trainingszeit einsparen und die Mitarbeiter direkt bei der Arbeit dann unterstützen. Wenn wir jetzt, was ich sagte, so einen Release-Wechsel haben oder so eine Delta-Schulung, da haben wir das dann mal evaluiert. Das wäre in dem gleichen Umfeld wie das SuccessFactors Learning für Administratoren. Da gibt es dann vielleicht noch 15% Training. Und dieses Training wäre dann tatsächlich auch eher so Change- und Informationsveranstaltungen. Und den Großteil der Veränderungen kann man abdecken, indem man halt neue Performance Support Tools anbietet. Das heißt, den Performance Support vielleicht einfach nur aktualisiert, dass man sagt, das sieht jetzt anders aus, beziehungsweise einfach nur eine kurze Dokumentation hinterher schickt und sagt, das ist der kleine Änderung, aber dafür brauchen wir gar kein Training mehr. Das wäre, sage ich mal, unsere oder sind unsere Erfahrungen zumindest in dem SuccessFactors Umfeld Learning. Aber die decken sich auch mit Erfahrungen, die wir gemacht haben im anderen Umfeld, wo wir sagen, okay, bei einer Einführung kann man bis zu 30, 35% vielleicht an Training, konventionellen bisherigen Training einsparen und durch Performance Support ersetzen. Der Anteil wird dann größer, sage ich mal, wenn es wirklich nur kleine Deltas sind, wenn es jetzt größere Veränderungen sind, wenn sie jetzt sozusagen einen Major Release Wechsel haben, dann kann sich das halt dann zwischen 15 und 65% dort einpendeln. Was gewinnen Sie jetzt dadurch, dass Sie, sage ich mal, Ihre traditionellen Trainings umstellen und auch sagen, ich berücksichtige jetzt Performance Support mit bei der nicht Qualifizierung, sondern bei dem letztendlich Abwicklung meines Businesses? Sie haben kompetente und in der Regel zufriedene Mitarbeiter dahingehend, wenn Ihre Kollegen weniger zur Schulung gehen, das ist zumindest unsere Erfahrung, haben Sie mehr Zeit fürs Business, die ist eh knapp, das heißt, da kommt man denen dann entgegen und dadurch, dass Sie die Mitarbeiter in der täglichen Arbeit dann unterstützen, sind Sie auch zufrieden, kompetent, auch dadurch, dass Sie dann natürlich Ihre Arbeit gut verrichten können und letztendlich führt dann dieser Mix Training und Performance Support zu dem, was Sie hoffentlich alle viele Unternehmen haben wollen, nämlich Erfolg. Das heißt, so können Sie den Erfolg Ihres Unternehmens sichern. Und damit, sage ich mal, mit dem Erfolg möchte ich jetzt auch meine Präsentation abschließen und die Fragerunde eröffnen.